Warum denn so kopflos? Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge! Folge 25 oder 26. Ich speichere einfach mal am Anfang der Folge, weil ich echt ein kanadischer Kerl bin. Wir wollten gerade zum Mr. Dummdödel und ihm sagen, dass er jetzt Captain sein kann. Sheriff. Okay, du bist der Captain. Deswegen gehen wir jetzt hinein in diese gute Stube hier. Und sagen, hey, Bitch. Du bist Sheriff. Und ja, da freut er sich bestimmt. Komm, komm, komm. Los, öffne dich. Ich meine, los. See you soon. Hello. Bist du der? Bitte weitergehen. Moment mal. Das war gar nicht der Richtige. Nein, ich bin im falschen Haus. Wie unangenehm, diese Ladezeiten von 10 Sekunden oder 5 Sekunden. Schrecklich. Schrecklich. It's so schrecklich. Da hinten ist er, das außerhalb. Der wer ist das nochmal? Carl Ray Johnson Williamsons Kartoffel? Hey, Mr. Kartoffel. I think you're the sheriff now. Also, komm mal her. Danke, dass Sie mir die Begnadigung besorgt haben. Yeah. Ich und meine Jungs werden den Prem nach dem Rechten sehen, versprochen. Erzählen Sie mehr darüber, was im Gefängnis vor sich geht. Anscheinend steckte Cook hinter der Sache. Ich für meinen Teil habe mich die ganze Zeit zurückgehalten, wollte nichts damit zu tun haben. Ich dachte mir schon, dass die RNK auftauchen und die Sache wieder regeln würde. Hätte ja nichts gebracht, mir noch mehr Ärger einzubrocken, oder? Doch recht. Wer ist Kirk? Sowas wie ein Anti-RNK-Rebell. Manchen Leuten geht es einfach gegen den Strich herumkommandiert zu werden. Wo kann ich Kirk finden? Ist mit einigen anderen Kerlen Richtung Norden gezogen. Sagte nicht, wohin und warum. Ich weiß nur, dass er mit der RNK noch eine Rechnung offen hat. Wer hat bei den Pulvermaniten das Sagen? Wahrscheinlich Kirk? Im Moment schmeißt Eddie mit seinen Jungs den Laden. Die haben Waffen und Dynamit und daher auch das Heft in der Hand. Auf Wiedersehen. Eb. Ah, Level Aufstieg. Putzi, putzi. Also ich brauche Level 50 für irgendwas. Was war's? Was war's? Was war's denn jetzt? Ach, scheiß die Wand an. Wir gehen hier mal hoch auf 35, weil wir überleben. Bei Dietrich gehen wir jetzt auf 50, weil ich einfach alles öffnen will. Alles. Und dann... Ich würde sagen, dann gehen wir noch... Wissenschaft, komm, mach mal noch einer drauf. So, okay. Man kann nur alle zwei Level diese anderen coolen Sachen da machen. Das ist jetzt sehr schade. Das ist sehr schade jetzt. Naja. Welche Mission wollen wir denn als nächstes machen? Aufgaben. Die Wüste lebt. Was haben wir denn ganz da unten? Untersuchen Sie die Mitternachtsshow. Nein, nein, nein. Das sind die Erweiterungen. Nein. Ah, Edi zum Gibson-Schrottplatz in Norweg bringen. Machen wir. Machen wir. Machen wir glatt. Oh Gott, wo ist denn das? Weltkarte. Ist ja voll weit weg. Wir machen erstmal die Aufgabe mit in Lipton, oder? Aber jetzt nicht übertreiben. Da sind sie lang. Über Lipton nach Norweg reisen. Sich in Norweg nach den Angreifern umhören. Das machen wir. Achso, man kann immer nur eine Aufgabe machen. Ja, dann machen wir das. Kann ich schon irgendwo hinbeamen? Hier. Trockensee und dann gehen wir durch. Beweglichkeit beeinflusst ihre Fertigkeit, Schusswaffe und Schleichen sowie die Anzahl der Aktionspunkte für Wats. Für Fats. Was ist denn da mit meinem Handy schon wieder los, hä? Was ist denn da los? Nachrichten über Nachrichten. So, Edi, bleibst du jetzt gerade mal da? Edi? Edi, what's this? Edi, I have angst, Edi. Ekelig, ekelig, aber okay. Riesenarbeiterameise. I think they just need a punch in the phrase. Naja, wir nehmen einfach mal unsere 10mm Pistole und begeben uns damit in den Kampf. Ich will ungefähr auf dem Weg laufen eigentlich. Weil gerade auf dem Weg kommen immer coole Sachen. Trifft man auf irgendwelche coolen Sachen, oder? Ja, auch abseits des Weges trifft man auf coole Sachen. Ich glaube, ich muss hier gleich mal kurz warten. Mit dem Licht und sowas. Ich sehe mich schon wieder selbst im Fernseher. Das ist immer ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd mit dieser Situation, mit der lichtigen Situation. Bla 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 bla. Alles schließen. So.
So, meine Damen und Herren, ja, ist natürlich hier. Herrlich, ich sehe wieder. Ameisen! Edi! Wir müssen schleichen. Edi, wir müssen speichern, danach müssen wir sowas von schleichen. Wir schleichen uns tot. Okay, Edi, wenn zuerst stirbt, los. Oh. Ich bin leicht dehydriert. Trinken wir einfach mal noch ein Super Stimpack. Oh, ich hätte gerne Snipe. Eine Snipe brauche ich, genau. Was ist mit dem... Oh, ich wollte gerade sagen, was ist mit dem Boden los? Er ist einfach nicht geladen. Das ist just die Schweinerie. Hallo. Hallo, ihr kleinen Ameisen. Oh, shit. Bin die kritische. 4. Komm. Bam, 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 bam. Ultra gut. Bam. Heyo, Black Belly! Ram-a-dam! Oh, hab ich mich gerade erschreckt. Das ist einfach ein Ball. So ein ekliger Kackball. Lächerlich war das. Oh-oh. Edi, wir haben ein Problem. Edi, we've got a fucking problem, Edi. Hey, Edi. We've got a problem. Hey, Edi! Aber hier! Klar, ich hätte keinen Schleichbonus oder so, ne? Nee. Warum auch? Wow, ich bin das Ball, bin abgeflogen! Das ist schon cool, oder? Wenn ich so ein bisschen, ne? Nicht immer nur in den Penis-Modus. Oh! Ich will schon mit dem Penis-Modus dabei. Schön ins Gesicht. Schön ins. Ja, da war doch Creme. Ich hab doch Creme in den Kopf gehabt. Hallo. Hallo. Ah, da war. Ja. Bam! Warum denn so kopflos? Wieso rumfliegen? Okay, also. Gefistet, aber hart. Die Monster aus zu Ranger Jackson im Moya Wowpost zurückkehren. Ach so. Naja, gut. Also jetzt gehen wir mal nicht direkt zurück, oder? Wir gehen jetzt schon noch... Wir wollen noch... Oh. Da wird es jetzt natürlich nach Ding gehen, nach... wir haben die Straße sogar verpennt. Aber hier oben, seht ihr das? Da ist, da unten so ein Zeichen. Wieder was ich entdecken kann. Wir entdecken lieber. Noch kurz, oder? Ja, wir entdecken noch kurz. Hey, wir sind doch Entdecker. Wir sind doch Quallenfischer. Oder? Wir sind Quallenfischer, ja. Ich muss da hoch. Das sehe ich doch jetzt, das sehe ich doch direkt, das sehe ich doch gerade da. Komme ich da hoch? Natürlich. Natürlich. Rudi. Was ist da hinten? Drei Feinde. Es waren einmal drei Feinde. Die waren alle recht klein. Einem schoss ich ins Auge, dem anderen ins Bein. Hallo? Nachtkirscher. Moment mal, sind Nachtkirscher nicht irgendwie voll eklig? Nee, oder? Nachtkirscher ist nicht schlimm. Oder vielleicht doch. Vielleicht habe ich mich ja... Das sind diese Wölfe mit Schlangenkopf-Kopf-Dingern. Edi! Please, Edi, help me! Edi, fucking help, Edi! Edi, Edi! Edi! Ja, den Herr. Oh, wie die mich wegbombe! Oh Gott, Edi, sind die tot? Edi, ich mach die Augen zu. Um Himmels Willen, zum Glück habe ich gespeichert. Ja, genau. Chillt erstmal an dem Stein. Das ist nämlich der sogenannte Nachtpirscher-Chill-Stein. Für alle, die das noch nicht kennen. Erstmal auf den Söldner schießen. So, bam. Ein Treffer. Genial, ich bin so ein Scharfschütze. Wie Edi eskaliert. Wie Edi einfach übelst eskaliert, das finde ich krass. Ohne Edi wäre ich gestorben, oder? Oder? Oder, Leute, da sind wir uns einig. Tja, mit Edi ist natürlich kein Problem, also das ist ziemlich langweilig. Ich sag mal so, Edi, geh mal weg. Nein. Voll das Zeug! Oh, voll cool und so. So, hab ich schon was erkannt? Entdeckt? Ich hab was erkannt. Geht's hier in irgendeine Höhle oder was? Ja. Morgenstern Kotnascherhöhle. Die habe ich doch aber gar nicht. Hab ich doch gar nicht gemeint, die Höhle. Erstmal speichern. So viel Rot. So viel Rot da wieder auf meinem Bildschirm. Also das kann ich natürlich gar nicht leiden. So. Hello, can I help you? Also ich muss da schon sagen, bei Skyrim kann man irgendwie besser so klettern. Oder? Geht's hier auch?
Ja. Was? Ach. Fast geschafft. Egal, ich muss da eh nicht lang. Mein Auge fängt an zu zittern. Fuck. Ein Goldgecko, ja klar. Ich möchte direkt das Gold abschaben und es essen. Was haben wir denn da unten? Was haben wir denn da? Ja, noch mehr Goldgecko. Ja, wo ist der Gecko? Wo ist der Gecko? You're gonna die, Gecko, you're gonna die. Ja, check mal die Waffe. Wir nehmen mal die schallgedämpfte Wumme. Ah, die fasst keine Munition an. Wir nehmen mal die Plasmapistole, die etwas mehr Munition hat. Hey. Westlicher Crescent Canyon. So, jetzt gibt es hier aber keine neuen Punkte mehr zu entdecken. Das ist sehr schade. Okay. Dann laufen wir mal darüber. Moment mal. There is a red dot. What's this? What has this to bedeuten? Das ist doch ein Riesenskorpion da hinten, oder? Oder? Also sieht er jetzt von hier weiter weg einfach so riesig aus? Oder sieht er nur riesig aus? Naja, wir gehen einfach mal zum Flugzeug. Vielleicht können wir es ja starten. Vielleicht geht das ja noch. Nein, nein, sieht schlecht aus. Was haben wir denn? Ein Kistelchen. Zack! So. Ah, da vorne sind Leute. Well, hello. Ja, da oben bin ich vorhin lang geschlappt. Gucken wir mal. Sind da welche auf dem Weg oder sind das auch im Hintergrund wieder weitere Kackviecher? Kackwürste. Riesenarbeiter, Ameisen und. Wow! Haben sie einen Skorpion gebracht? Und was für einen großen, krass. Hallo? Leute? Da sind ganz viele gelbe Punkte, die langsam rot werden. Moment mal. Moment mal. Das ist ein Rabenmasse. Are they some. Are there rips? Sind das Raben? Was? Au, 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 au. Was hat der für eine Waffe dabei? Er ist einfach ein Escalator. Batsch! Ja! Bleib mal schön kopflos, du Sack. Idi, ich hoffe, du hast den Rest schon umgebracht. Ey, jetzt muss ich voll essen und so. Mhm. Ja, nice gemacht, Idi. Nice! Nice! Aber natürlich nur fertige Sachen. Erstmal aufbereitetes Wasser trinken. Dann natürlich. Arschhörnchen Eintopf. Denkt dran, ich muss die meisten Sachen noch zusammen kochen. Kaugummi. Ich liebe Kaugummi. Was sind hier für Geräusche ab? Da, Rubys scharfer Schmortopf. Idi, wo schießt du schon wieder hin? Idi, bitte, was machst du da? Idi, schießt du auf das Viech? Kommt das gerade her? Ich sehe wieder nichts. Ich bin blind! Just fucking blind. Egal. Aha. Das mit Eichhörnchen lecker bissen. Ja, die sind so lecker. Und jetzt hab ich dich. Was? Wie ist er einfach standen? Jetzt hab ich dich, Peng Peng. Schweinepriester sind es. Mit aufbereitetem Wasser. Wie hieß die Frucht da gerade eben? Nein. Yucca-Bananenfrucht. Ich war vorhin kurz unten bei meiner Nichte und die hat Joghurt gegessen und sie sagt nicht Joghurt, sie sagt Juk-Juk. Ich möchte noch einen Juk-Juk. Wie so ein kleiner Ork oder sowas, keine Ahnung. Juk-Juk. I can't believe it. Please open. Please. Ah. Splinter Grenades. Aber. Ist ja nicht noch irgendwie. Kein Scheiß und so. Nope. Seht ihr das? Da drüben ist noch irgendwas mitten im Feld. Aber mit diesen Arschloch-Arschkrampf-Anfällen will ich auch nicht weiterarbeiten. Das ist kacke. Ich nasche einfach nochmal was.
Und zwar ein bisschen schmutziges Wasser und nochmal ein Sensitive Spirit. Dann speichere ich. Alles wirkt und ich laufe noch ein Stück. Und wir gucken mal nach diesem Feuer oder nach dem Feuer. Oh, die Uhrzeit, Leute, die Uhrzeit. Uhuhu. Ja. Also nächstes Mal gehen wir dann nach Nipton weiter. Nipton, ja. Und bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. 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 Ja.